Yeah, jetzt an. Oh, wir ziehen die Zecke raus. Oh. 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 Oh, ich bin William Shatner. Oh. Ein Kampf gegen den bösen Planetenbeherrscher. Oh. Und Flieger. Ja, und gleich. Oh. 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 Stirb. Okay. Oh, Chloe, ihr Vater ist wieder da. Oh. Wo ist denn wie schmutzig? Ich meine, wie geistig am Sonnt müssen die Schreiber gewesen sein, dass sie so ein Bullshit schreiben. Nein, du bist nicht echt. Komm, steh mich an. Denn du bist nicht echt, aber freust du dich nicht, mich zu sehen? Ja, Papa! Fuck! Ehrlich! Hey, das ist Schreiberei aus den 80er, frühen 80er. Ich meine, Entschuldigung, MacGyver hatte bessere Storylines als das. Oh! Oh, und fest, jawohl, gehen wir wieder auf den Wissenschaftler. Der witzigerweise in der ganzen Serie noch nie sympathisch war und immer noch nicht sympathisch ist. Was soll das, Ivan? Hardcore? War echt hardcore. Okay. Alle haben jetzt einen Damage durcheinander. Ich kann nichts sehen. Hallo, das Spannendste hier, seit ich jetzt im Fernseher eingeschaltet habe, war das Wissensquiz, was jetzt pure Werbung war. Welches Tier frisst kein einziges Mal in seinem Leben? Meine Antwort wäre Kate Moss. Oh ja, und in der Hornbach-Werbung mit der Kur. Ehrlich, das ist wirklich einmal, das ist nochmal Entertainment-Witzigkeit. Und das sage ich über Werbung. Das ist Unterhaltung und es ist Werbung. Oh yeah. Okay, jetzt war gerade Werbung mit einem sehr guten Tipp für den Hausgebrauch, wenn man sowas anschaut. Bier! Der Horror. Oh, es war schnell. Ehrlich, ich hab mit keine Ahnung, ob das jetzt wirklich, also emotionale Szene jetzt sein sollen, nur eben ist war keine. Ehrlich, ihr wollt gerade schwarze Brechreizerscheinungen. Das bringt an echt um. Es ist nicht spannend. Die Typen sind langweilig. Das komische Mädel, das wir hier alles so aus Terminator die Serie kennen, diese kleine blöde Emu-Kuh, zu der er nicht anders mehr sorgen wird wahrscheinlich, ist nur noch lästig mit ihrer blind, ich hab mein Vater gesehen, lass die Zecke drin, ich hab mein Vater gesehen, die hat echt an dermaßen umgedrehten Ödipus-Komplex, Alter, ich warte echt nur noch drauf, dass irgendwo mal schwerer Inzest vorkippt in der Serie. Boah. Oh, jetzt jagen sie wieder mal den Wissenschaftler, weil er ermannt. Jetzt kämen wieder die Außerirdischen, die ja seit Erfindung der Star Trek-Serie noch nie geschissen ausgeschaut haben, ehrlich gesagt. Da kann man viel erzählen, das ist Bullshit at its best. Oh ja, 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 ha, 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 Waffen, ha, oh yeah, ganz Service, voll Wisch. Der Horror. Und jetzt wird sowieso keiner sterben, das ist ja Wahnsinn. Wow, jetzt erklären sie gerade, warum sie welche Halluzinationen gehabt haben. Mann, wie sinnlos ist das denn?
Vor allem, sie erklären jetzt, ja, du hast Schuldgefühl gegen den Vater, du hast Schuldgefühl gegen die Crew. Deswegen hast du den Vater gesehen und du warst eingesperrt. Warum hat dann Greer Verfolgungswahn wegen der Wissenschaftlerin? Warum hat er eine Platzangst? Fuck! Ich meine, nicht einmal in ihrem eigenen Material machen sie Sinn. Ich meine, wie blöd ist das denn? Das ist ein Typen, der in zwei Folgen groß ausgeholt mit er hat Platzangst. Ja, wir haben es kapiert. Warum hat er jetzt keine Platzangst? Warum hat er seine Zecke im Knack und verhaltet sich also wie einer mit einem Nachkriegssyndrom aus Korea? Ich meine, was soll das? Das ist ein großes Handlungsloch. Aber das ist ein Witz. Das ist ein Witz, der nicht einmal lustig ist. Vor allem, wow, unser Held, Greer, Platzangst, Arschloch, jetzt Psychopath. Wow, was für eine Karriere. Und ich also, nicht einmal das halten sie ein. Wie frech ist das denn? Denkt einmal drüber nach. Zwei Folgen lang Platzangst, Aufbau, ja, er hat Platzangst. Zuerst scheiße, dann ist er ein bisschen besser geworden und jetzt das. Nicht einmal ein Anflug von Platzangst, nein, er hat Verfolgungswahn. Wow. Okay, die Folge jetzt fast aus. In der Krankenstation reden sie nochmal kurz drüber. Bla bla, Entwicklung bla bla. Und ich denke mal, oh. Ich habe übrigens, Moment, ich werde jetzt kurz mal anschauen, ich habe übrigens den passenden Team-Song für die Zecken gefunden. Ich meine, der passt sogar auf die ganze Handlung in dieser einen Folge. Das ist von Jonathan Colton. Ich hoffe, ich rede das jetzt richtig aus. Ich mache einen kurz Mischen, weil ehrlich, sucht den Typen, der hat super Musik und vor allem der hat einen ultimativen Zombie-Song und der passt hier wirklich super einer. Weil ich mache nur einen kurzen Mischung von einem Stück von Musik, weil das ein Textteil, was hier super reinpasst. Und wieder liegen sie immer, oh, wir sind depressiv, oh, einsam auf dem Schiff, oh. Okay? Oh, ja, oh, Greer. Oh, hat schwere Gewissensbisse, weil er jetzt fast jemanden umgebracht hat. Oh. Und unser Emo-Dussi steht einsam da vom großen Cinematics Greenscreen Richtung Unendlichkeit. Ist dir schon mal aufgefallen, dass das Raumschiff irgendwie wie eine Kombination von vorne schaut aus wie ein Raumschiff aus einem alten Anime namens Macross und von hinten wie die Unimuk-Version oder zumindest die große Jeep-Version vom Millennium Falcon aus Star Wars ausschaut? Nur mal so als Denkanstoß. Aber ich wollte schweife ab. Die Musik zur Zecke. Denken wir noch. Die Musik zur Zecke. Hört euch das an. Ich hoffe, ich hab's laut genug. Hört euch das an. But here's an FYI. You're all gonna die screaming. All we wanna do is eat your brains. We're not unreasonable. I mean, no. Your eyes. All we wanna do is eat your brains. We're at an impasse here. Maybe we can compromise. If you open up the door, we'll all come inside and eat your brains. Ehrlich, genau so geht's in der Folge zu. Wow, ich hab das Ende der Folge verpasst. Und ich fühle mich deswegen nicht schlecht. Danke fürs Zuschauen. Ich schneide das Ganze hoffentlich jetzt so zusammen, dass es einigermaßen was wird. Und ich mache einen guten Gruß an Stargate Origins. Ich verlinke es dorthin als Kommentar zu der letzten Review. Er hat wirklich einen Haufen ausgelassen. Und das ist wirklich Bullshit. Die Serie, ehrlich, ich mache nächstes Mal eine Review über Doctor Who. Weil das ist eine Serie, die um einiges besser ist, die 47 Jahre jetzt schon läuft und selbst die schlechteste Folge war besser als die ganze Serie.
was da jetzt gerade gelaufen ist. Ohne Schmäh. Ehrlich gesagt. Ich sag gute Nacht, schlaft's gut. Ich mach's, weil es anscheinend sonst keiner macht. Gute Nacht. Oh Mann.